Aber wir sehen auch, wir haben sehr viele Waren hier. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die Stadt erobert wird von einer feindlichen Macht, von einem Landesfürsten, in einer Belagerung, werden dir, glaube ich, das Lagerhaus und die ganzen Waren weggekloppt. Was in diesem Fall eine Katastrophe wäre für mich, weil hier steckt quasi mein ganzes Kapital im Moment. Oder ein großer Teil, sag ich mal, ne? Und im Bau sind noch 8 Lasten. Eigentum, okay. Gemiete für 240. Wir müssen noch mehr bauen. Lassen Sie Lagerhäuser zu einem Preis von 68 Taler bauen. Also 68 Taler für eine Last. Der Preis steigt mit jedem Mal, wenn man was neues Lager baut. Egal wie viel man baut. Also sollte man am Anfang möglichst viel bauen lassen, damit man von dem geringeren Preis zu dem Zeitpunkt noch profitieren kann. Ich werde jetzt aber hier nochmal, ja, sagen wir 1000. Das ist das Maximum, was man bauen kann, habe ich so eine Ahnung. Weil wenn ich hier was mehr eingeben möchte, 1200, das geht schon nicht. Also 1000 ist das Maximum, was man so bauen kann. Ja, da kann man hier einfach nochmal auf Neubau gehen und da wird nochmal 2000 draufgepappt. Ja, okay. Kann man machen, aber für Brügge lohnt sich das nicht, da so viel jetzt zu investieren. Einfach weil ich das nicht so häufig anfahre, obwohl, ja gut, jetzt vielleicht doch mehr, wenn die Preise so gut sind, aber Brügge ist sowieso schon wieder leer gekauft von mir jetzt im Grunde. Also ab nach Novgorod. Und ich muss in Brügge, muss ich das aus Brügge rausholen. Ah, die St. Jakobus war erfolgreich. Wollen Sie die Wahljägers für 3000 kaufen? Ist ein guter Preis. Das wird dann von meinem Heimatkonto abgezogen. Genauso wie die Kosten für Lagerhausbau zum Beispiel. Das wird dann alles vom Heimatkonto abgezogen. Von den Schiffen selber, die sind bloß für den Handel da im Grunde genommen. Und für Sachen, die man so macht, wenn man das in der Runde des Schiffes quasi spielt auch. Ansonsten wird das alles vom Heimatkonto. Deshalb muss man ab und zu auch ein bisschen was in den Heimatkonto investieren oder überschaufeln, damit er halt auch bereit ist bei Versteigerungen zum Beispiel, damit da genug Geld vorhanden ist, dass man auch Schiffe kaufen kann tatsächlich. Das kommt alles vom Heimatkonto. Und 3000 ist verdammt günstig. Kommt auf das Schiff an, aber es ist eigentlich immer 3000 bis jetzt. Alle Schiffe, die mir die Piraten angebracht haben, Sail Ho, waren für 3000. Mal sehen, was es diesmal ist. So, und da erreicht sie auch schon Lübeck. Hat sogar ein bisschen Gewinn gemacht, weil das durch das Vermieten des Lagers jetzt in ihr Konto geschaufelt wurde. Und 27 Lasten hat das Ding. Was ist es denn überhaupt für ein Schiff? Es ist, ja, eine etwas angeschlagene Kogge, eine ältere schon. Okay, gut, aber für 3000 ist das ein annehmbarer Preis, würde ich sagen. Und hier haben wir halt unser Kontor. Und, unser Kontor ist in Hamburg, okay. Und man kann kein anderes Schiffkontor benutzen und da Geld reinschaufeln oder man kann da wohl hier Gehilfen anstellen, aber kein Kontor, kein Geld bunkern in anderen Städten. Das wäre dann zu durcheinander eigentlich. Es reicht schon, dass das Geld auch auf Schiffen verteilt ist. Gut, wir sind jetzt in Lübeck und mit 160, 148 kommen wir, ich weiß nicht, ob wir hier wegkommen, ja, okay, Mannschaft ist auch schon mit drin, die Piraten stellen uns immer auch eine Mannschaft zur Verfügung, das finde ich ganz schön nett von denen, also ich bin beeindruckt, schicken sie nach Hamburg oder nach Brügge hätte ich sie jetzt eigentlich schicken müssen. Novgorod, was gibt es Neues in Novgorod? Hier, 90 Pelze, wow, für den Preis von 386, sehr gut, nehmen wir, 6,5, alles mitnehmen, kommt alles in unser Lager. Und wir haben kein Geld mehr. Gut, das Schiff muss jetzt unterwegs. Weil wir können da nichts mehr kaufen, selbst wenn wir wollten. Ein Segel zerfetzt auf der Minotauro und macht Zwischenhalt in Visby. Ja, super. Das sind immer die Zufallsereignisse. Seeungeheuer, zerfetzte Segel, Pest gibt's auch in Städten dann. Die Wehrenwaffen ist im besten Zustand, kann 50 schleppen. Und hat einen negativen Wert hier momentan, das gefällt mir nicht. Können für 353 Wein verkaufen, also lohnt sich das nicht. Für wie viel können wir Pfeffer verkaufen? 260? Das ist gar nichts. Nein, 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 so wird das nichts. Also, wir beladen das Schiff jetzt mit Pfeffer.
und schicken es wohin, wo es wirklich gebraucht wird. Wir müssen aber ein bisschen Geld, wir müssen ein bisschen was verkaufen, damit wir hier vom Fleck kommen. Das ist natürlich schade. 801, ja, das passt. So, nochmal 4 Last wieder auffüllen. Und aus Brügge schicken wir das Schiff, ist es denn in Ordnung? Besten Zustand, ja. Schicken wir es dann nach, ich glaube Lübeck hat einen guten Preis dafür bezahlt. Oder war es doch Novgorod? Vielleicht Stettin, vielleicht Danzig, wer weiß das schon. Muss da öfters mal nachgucken, wo es am besten passt. Und das Schiff ist schlecht gepflegt, das heißt, wir müssen es gleich wieder reparieren lassen. Aber wir können hier Wein verkaufen. Und sind fast bei 200.000 auf diesem Schiff hier. Jawohl, keine Pelze in Novgorod, aber wir müssen das Schiff sowieso reparieren lassen. Wenn ein Schiff repariert wird, landen die Waren, falls sie noch auf dem Schiff sein sollten, landen dann im Lagerhaus. Und wenn man kein eigenes Lager hat, dann hier, oh, 3 Männer heuern ab, dann wird das einem angemietet. So. Pelze für 733 verkaufen in Lübeck. Und, ja. Dann, ja, wir müssen ein paar neue Leute anheuern. 3 Stück, glaube ich. Dann haben wir 12. Ja, passt. Auf nach Brügge. Ich will Brügge ein bisschen aufräumen. Von dem, was ich da angehäuft habe. Novgorod verkaufen wir natürlich wieder Wein. Für guten Preis. 99.000. Und 2 Pelze sogar. Wow. Wir legen hier mal ein bisschen auf Rede. Mit der Gabriel. Die Albatros in Lübeck. Verkauft auch Pelze. Ist eine prunkvolle Stadt. Ist im besten Zustand. Ja, also legen wir ab. Und fahren auch nach Brügge. Sonst habe ich auch immer mit Salz aus Lübeck gehandelt. Dass ich dann hier... Ja... in Novgorod verkauft habe. Aber das lohnt sich inzwischen nicht mehr. Die Gewinnspanne ist ungefähr 10. Und, nee. Nee, ich will mehr haben. Ich will mehr. Das lohnt sich meines Erachtens nicht mehr. Der Flaschenhals sind tatsächlich die Schiffe, die nicht so viel schleppen können, wie ich es gerne hätte. Geld können sie unendlich schleppen. Das ist gerade kein Gewicht anscheinend. Aber, Rest schon. So, im Konto haben wir jetzt 74.000. Das ist ein bisschen wenig. Ich hatte schon mal über 200.000 da drin. Aber da dieses Schiff fast nichts hat, schieben wir da nochmal 200.000 rein. Damit es anfangen kann, hier seinen Handel auszuweiten. Da es in Hamburg ist, ja, warte mal, wir müssen das Schiff sowieso reparieren. Alles klar. Dauert 9 Tage, die Mannschaft von den Piraten bleibt drin. Und die Gabriel erreicht Novgorod. Ne, es gibt keine neuen Pelze für uns. Aber wir warten mal wieder 2 Tage. Ein Ereignis, es tagt der Rat der Stadt Hamburg. Unter Leitung des ehrenwerten Bürgermeisters Paul Bennecke, dem der den Kredit aufnehmen musste. Es folgt die Wahl des neuen Bürgermeisters und wir haben 18 Stimmen. Paul Bennecke hat 45. Aber wir haben immerhin 3 mehr als einen Handwerker. Und dieser andere Keller. Ja, Bürgermeisters Paul Bennecke. Steuer wird erhöht. Die wird immer erhöht. Ich habe noch nie erlebt, dass die gesenkt worden wäre. Tja, wem kommt das bekannt vor? gut. Wenn das mal auf Dauer gut geht. Pelze. 78 kaufen wir. Und zwar 78. Das Geld haben wir. Und wir haben eine volle Kogge, die wir jetzt abschicken nach Lübeck. Und der Minotauron erreicht Visby. Das ist ein guter Zustand. Alles klar. 825, das ist, nee. Alles nach Novgorod. Wein immer nach Novgorod, jetzt nur noch. Ich mache da jetzt keine Kompromisse mehr. Keine Kompromisse mit der Piste. Die Waljäger ist im besten Zustand. Das ist mein erbeutetes Schiff jetzt. Und, ihr könnt nach Brügge segeln. Da ist nämlich noch mehr Zeug. Die Wehr und Waffen erreicht Lübeck. Und verkauft dort den Pfeffer, oder? Würde ich sagen, ja. Und 47.000 für uns. Von fast, null. So gesehen. Gut. Nee, Lübeck kann man nichts kaufen. Lübeck ist freie Verkaufsstadt. Also, wieder ab nach Brügge. Da kommen die Schiffe nicht in Brügge an. So, Hermelin, da sind sie ja schon. Schlecht gepflegt. Schlecht. Reparieren, sofort. Mannschaft nicht entlassen. Vor Lübeck greift ein Piratenschiff einen Konvoi an. Oh, ein Konvoi sogar. Und die war immer noch erfolgreich.
Wollen Sie die Ollen Shell für 3000 kaufen? Okay, alles klar, nimm das mit. Das ist echt eine ergiebige Stelle hier. Und 10 Gold sind haben wir drauf. Was für ein Schiff ist das? Ein schlecht gepflegter Kreier mit 14 Last. Ja, es lohnt sich nicht wirklich, das Ding zu behalten. Hat einen Haufen Waffen an Bord, aber es war wohl mal ein Kriegsschiff. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht. Haben wir Schulden? Nein, okay. Ich glaube, da wir in Lübeck sind, müssen wir welche machen. Das ist der Kreditmensch. Wir können hier Schulden, ja, tilgen, sie nehmen oder vergeben. Es besteht kein Interesse an einem Kredit. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir so gut wie kein Geld haben. Kredite geben war bei mir immer mit der Bedingung verbunden zu 0% Zinsen. Das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Da kann man das Geld einfach auf dem Konto liegen lassen, wenn es sich nicht vermehrt. Welcher Sinn besteht dann darin, die Kredite rauszugeben? Zu 0%. Und wenn man sie nehmen will, hat man natürlich solche Späße wie 19% Zinsen. Oder, von Bullenweber 39% Zinsen. Oder 31%. Ja, das sind doch gute Werte hier, oder nicht? Nee, überhaupt nicht. 150, ich muss bloß raus aus dem Hafen. So, und jetzt habe ich Schulden in, Gläubiger warten in Lübeck, 200, alles klar. So, ich werde das Schiff aber trotzdem, ja, nach Hamburg bringen. Dort werde ich es reparieren lassen und dann zur Versteigerung freigeben. Und dafür kann man noch ein bisschen Geld kriegen. Aber das Schiff will ich ehrlich gesagt nicht behalten. Das lohnt sich nicht. Bei der geringen Menge, das noch schleppen kann. Ich kann es an Piraten geben, aber ich habe schon die St. Jakobos im Einsatz. Und ich will auch nicht ständig dauernd Schiffe kriegen wollen. Also irgendwie läuft mir das gerade über hier alles. Ehrlich bin. Ich konnte bis jetzt auch noch keine Waffen verkaufen hier. Ich habe zwei an Bord geblieben, große, zwei treibend Wehr, keine Bombarde und keine Handwaffen, aber die dann wie normale Waffen gehandelt werden und dann hier bei diesen Kerlen hier in der Mitte verkauft werden können. Was sich bei einigen Sachen lohnen könnte. Aber eigentlich ist Waffenhandel auch nicht gern gesehen, so gesagt, und sollte man eigentlich erlassen. Und jede Waffe, die man auf das Schiff platziert, reduziert die maximale Lasttragkraft. Das heißt, sollte man auch sich gut überlegen, ob man das macht. Eigentlich ist es wenig nötig, weil Piraten greifen irgendwann sowieso kaum noch an. Hier hinten ist dann der Pirat, an dem man das Schiff, was man gegenseitig zur Zeit steuert, dann vergeben kann. Ich habe jetzt bei der St. Jakobus habe ich darauf geachtet, dass ich denen auch Handwaffen mitgebe. Und zwar, ich glaube, so an die 50 oder so. Da habe ich dann geguckt, wie viele Leute maximal auf dem Schiff kämpfen können. Und habe denen dann eben die Handwaffen, so 50 Stück, mitgegeben. Es konnten ungefähr 80 Leute auf das Schiff drauf. Und 50 Handwaffen habe ich ihnen mitgegeben. Das Schiff dann noch mit Bombarden ausgerüstet, so ein bisschen. Und das scheint gut geholfen zu haben. Das erste Mal, als ich es versucht habe, hatte ich denen nur ganz wenig Handwaffen mitgegeben. Und, oder warte mal, nee, so war das, glaube ich, gar nicht. So ein Schiff kann ja auch nicht immer 50 Lastwaffen mittragen. Nee, nee. Ich glaube nur 5. Nur 5 Lastwaffen. Mehr konnte das Schiff auch nicht tragen, weil ich da so viele Sachen drauf gepappt habe und das Schiff schon ein bisschen älter war. Es war, glaube ich, auch bloß ein Kreier. Ich weiß nicht, wie diese Piraten das machen. Aber es scheint eine ergiebige Strecke zu sein, die von Hamburg nach Lübeck. So über Dänemark hinweg. Da scheint gut was reinzukommen an Schiffen jetzt. Und der Typ, der den anderen hier gerade vor das Feuer zieht oder keine Ahnung, was das werden soll, das ist die Besatzung. Und hier, wie man sieht, es passen noch 108 Mann auf das Schiff. Aber das wäre dann auch die maximale Besatzung. Gut, wir sind in Lübeck. Lübeck heißt eigentlich nicht viel, wenn man nichts hat. Ab nach Brügge. Oder, ja. Kann auch mal nach Hamburg fahren, meiner Heimatstadt. Seekrankheit übermannt den Captain der Old Shell. Man macht einen Zwischenhalt in Malmö. Nein, wieso? Albatros erreicht Brügge, immerhin. Und es gibt günstig Wein. Davon nehmen wir doch was. Aber nicht gleich 100. Das Geld haben wir dafür. Schiff ist zwar im Überlaufen, aber kommt ja ins Lagerhaus. Und dann wieder ganz rüber nach Novgorod. Ja, und so legt sich ein großer Teil des Spiels dann da. Wenn man dann seine Handelsrouten hier gefunden hat, die nicht vom Gegner schon hier kompromittiert werden, dann kann man hier gut Gewinn machen und weiterkommen. Habe ich jetzt schon was mitgenommen? Nee. Pelze gibt's hier nicht.
Also nehmen wir das von dem, was wir im Lagerhaus angehäuft haben. Und schicken sie nach Lübeck. So, Rat von Hamburg ist hier. Okay, Pelze gibt es nicht neu. Ah, unser 200.000 annähernd Geldschiff. Gabriel erreicht Lübeck. Verkauft den Pelz da bitte. Und auch für dieses Schiff 100.000. Das ist in Ordnung, muss immer gucken, weil manchmal Unwetter den Verschleiß ein bisschen beschleunigen können von so einem Schiff. Das will man natürlich auch nicht. Novgorod. Wein verkaufen. Sehr gut. Und, ja. Mehr 40 Lastpelze nehmen wir noch mit. Das wird langsam knapp hier mit unserem Pelzhandel. Man kann auch in Bergen Pelze kaufen, aber da wird nicht so viel produziert. Und, ist ja näher dran, aber es lohnt sich nicht so. Novgorod ist wirklich, wirklich, auch in Patricia 2, die Stadt, die man sich unbedingt unter den Nagel krallen sollte. Also wie viele Fälle ich da produziere, das war schon unnormal. Ja, das kann ich wohl sagen. Aber die kann man ja gut verkaufen in Übersee, dann mit Konvois. In Patricia 2 jetzt. In diesem Spiel kann man auch Konvois machen, aber soll mehr Schutz geben, aber es ist so eigentlich, ja, eigentlich eher, also ich habe es bis jetzt noch nicht verwendet. Ich bin ganz ehrlich, es war noch nicht nötig für mich. Das läuft auch so ganz gut. Ich weiß nicht, ob es dann einen Zusammenschluss von Lasten gibt. Das wäre nochmal interessant zu erfahren. Dann könnte man mehr transportieren. Und was auch gut ist an dem Spiel, oder beziehungsweise was dann das Ganze ein bisschen einfacher macht, ist einfach, dass die Preise sich nicht verändern, je mehr man verkauft. Man kann ja, also, die passen sich nicht dynamisch an, sage ich mal so. Ne? Ob man jetzt hier 300 Lastenwein verkauft für einen Preis oder für, ja oder eine Last, der Preis bleibt in jedem Fall, der Verkaufspreis immer gleich. Und so kann man ziemlich viel Gewinn machen. Wenn eine Stadt kaum was hat, kann man sehr viel auf einen Schlag verkaufen zu einem sehr guten Preis und der dann fix ist auch. Ne? So gesehen, Novgorod. Nichts hier, kann nur, doch Pelze 29, alles klar. Ich will noch einmal Hamburg zeigen. Wenn wir das nochmal schaffen hier. Ne. Bald hier erreicht Novgorod. Pelz verkaufen. Gut. Und passt genau. Wir haben keine Pelze mehr hier in Novgorod. Das war es. Schade, schade. Rat von Hamburg. Ja, genau. Du wolltest ja warten, ob es nochmal mehr Pelze gibt. Old Sheldon, die sind ja abgedriftet. Wein. Ja, hier könnte man das auch verkaufen. Haben wir. Ne, wir haben keinen negativen Preis, alles klar. Schlecht gepflegt, ich wollte sie ja nach Hamburg schicken, genau. Also bewegt bitte eure Hinterherren. Die Wattermann bildet einen Konvoi. Witold Dusemer. So, Hermelin erreicht Brügge. Ich weiß nicht, wie gut meine Konkurrenz dasteht. Ist ja nochmal interessant zu erfahren. 4, 9. Gut, dass wir so viel angehäuft haben. Und hier ist ja auch noch ein bisschen was zu kaufen. 21 hätte ich gern. Alles aufkaufen. Seht ihr, der Preis ist immer noch 416 in dieser Runde. Obwohl wir die ganze Stadt von Wein leer gemacht haben. Also, gar nichts mehr da ist. Dann fahren wir nach Hamburg und laden ein bisschen von unserem Geld ab. Damit im Konto wieder was reinkommt. Damit wir die ganzen Lagerhäuser bezahlen können, die da gebaut werden. Seudele. Pelze, keine neuen. Warte ein paar Tage. So, was für ein Ereignis haben wir hier? Versteigerung in Malmö, okay. Wir haben recht wenig Geld in, ja, im Kontor. Aber es wird auch nichts versteigert. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Spiel intern so ein bisschen an sein Ende gerät, was neue Schiffe angeht, die man hier... Die gebaut werden können und die überhaupt verkauft werden. Ich habe das Gefühl, es wird gerade zu einer Ausdauerrunde von allen Händlern, inklusive mir. Und ich habe ein gutes Gefühl. Du, wenn mein Konkurrent pleite ist, dann kann ich ja richtig reinkloppen, sozusagen. Ausdauer. Das ist gebote Stunde. Keine neuen Pelze hier. Wehr und Waffen in Brügge. Zwei Leute heuern ab. Ja, wieso denn?
Ah, es gibt hier gut Wein. Wir können zwar nicht alles kaufen, aber doch eine ganze Menge. Das reicht auch. Jawohl. Und zwei Mann, die weggegangen sind, ersetzen. Und dann natürlich nach Novgorod. Das ist so quasi über das ganze Feld geht das hier. Das ist ein guter Zustand, das freut mich. Kauft den Rest Wein auf und den Rest laden wir so rein. 20 Last. Lübeck haben wir auch noch Schulden. Okay, die müssen wir auch noch abbezahlen. Auch nach Novgorod. Hamburg! Ja, wir haben es ja nicht geschafft. So, Wein ist ja auch ein bisschen teuer zum Einkaufen. Im besten Zustand, das Schiff. 27 Last. Wie viele Leute haben wir da? 8 Mann Besatzung. Okay. Gut, 18.000, das ist ein bisschen wenig an Geld. Das Schiff ist ein bisschen lahm. Und wir haben 41.000 Taler. Ich sage lahm, ich meine arm. Und der, ja genau, die Schulden müssen wir... Was? Ah ne, wir sind ja nicht in Lübeck. Gut, was kann ich noch zeigen? Das ist das Lagerhaus, mit dem man zwischen Schiff und Lagerhaus hin- und herschalten kann. Das ist der, ja, waren diese Leute hier. Das hier ist ja das Ratshaus mit diesen Bildern und schönen Marmorsäulen. Hier kann man Mitgliedschaft zu einer Gilde kaufen. In jeder Stadt gibt es eine Gilde, die auch anders heißt. Hier in Hamburg ist es die Mariengilde. Paul Benegat hat 14 Schiffe. Marburg 7. Und ich habe 11 Schiffe mit 491. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ich komme jetzt langsam in die höhere Gruppe hier. Lagerhaus für 3 Last zum Preis von 436 Taler zu verkaufen gesucht. Nee, will ich nicht verkaufen. Das lohnt sich nicht. Es wird kein Konvoi erwartet. Okay, alles klar. Das sind so Meldungen im Spiel. Und hier kann man das Schiff dann verkaufen, was ich mit dem einen Schiff, mit dem, was die Piraten mir aufgebracht haben, machen will. Eine Versteigerung am Ort, und wenn einem das zu lange dauert, kann man das auch an einen Landesfürst oder einen der Konkurrenten der Stadt dann verkaufen. Man sieht, der Landesfürst bezahlt halt dann eigentlich immer am besten, und zwar ungefähr doppelt so viel. Ne? Also, Landesfürst verkaufen. Und hier kann man den einen eigenen Konvoi dann bilden, aber wir haben nicht genug Besatzung. Die Bewaffnung ist in Ordnung, nur Besatzung brauchen wir mehr. Das ist dann das Orlok-Schiff. Ah, die Sonne scheint. Das ist schön. So, jetzt gehen wir mal in den Hinterhof, damit ich den auch mal zeige. Das ist er. Hier sehen wir, ja, den Markt. Hier sehen wir einen Pranger. Da steht eine arme Figur, was er mal getan hat. Er wird dafür öffentlich zur Schau gestellt, damit es jeder weiß. So war es. Hier haben wir das Badehaus. Ich war ewig nicht im Badehaus. Und zwar aus dem Grund war ich da nicht drin, weil das eigentlich nur dann vonnöten ist, wenn man, ja, sich politisch weiterbringen will. Wenn die Bürgermeisterwahl bevorsteht, besticht man einfach einen seiner Konkurrenten so ein bisschen mit ein bisschen Geld und dann fällt die Wahl zu den Gunsten, eigenen Gunsten aus. Ansonsten ist es eigentlich nur, ja. Oh, die Wanne ist schon besetzt. Was machen wir? Egal oder schade? Sagen wir doch egal. Steigen wir mit rein. Endlich ein erfrischendes Bad. So, manchmal kommt dann die Meldung, dass man mit einem jemanden bestechen kann, im Grunde. Ach, gehen wir mal raus aus dem Badehaus. Diese kleine Hütte hier ist, ja, kann ich jetzt nicht verwenden. Das ist zum Ausdrucken des eigenen Spielstandes, gewissermaßen. Da ich aber keinen Drucker hier dran habe, nicht an DOSBox, geht das jetzt nicht. Wäre nochmal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Dieses größere Gebäude mit all den Fahnen davor ist, ja, für den Bürgermeister vorbehalten. Das hat dann was, das ist, glaube ich, die Verteidigung der Stadt. Da kann man dann Soldaten und Söldner anwerben. Man muss dann die Waffen und Proviant und sowas bereitstellen, damit sie ausgebildet werden können. Auf eigene Kosten muss man das dann machen. Okay, 200 kann man so haben. Die bekommt man gestellt. Den Rest muss man selber bezahlen, wie das so ist. Nicht wahr? Hier in Patrizia 2. Das hier ist der Umzugsbutton. Da kann man in eine andere Stadt umziehen, wenn dann der Kontor hier nicht mehr schmeckt. Und das ist eben hier, ja, was war das auch nochmal? Ich glaube, das war eine Flotte bilden, um Piraten abzuwehren und Piraten zu jagen. Auf allen Meeren oder vor einer bestimmten Stadt. So, das hier ist ja, Information, wann die nächste Ratswahl ist, wann der nächste Bürgermeister hier gewählt wird, wann der nächste Hansetag ist und was es zu essen gibt. Heute gibt es Schlegel von Gems. Da steht immer was anderes. Das sind so alte mittelalterliche Gerichte anscheinend. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das klingt irgendwie nach Gans von Gems. Oder Gems, meinten sie damit Ziegen? Gemsen, Schlegel von Gems.
Ich weiß nicht, was Schlegel ist. Vielleicht Hüftsteak oder was auch immer. Keine Ahnung. Die haben dann manchmal sehr interessante Sachen und bieten sie dann an. Kennt man auch aus Patricia 2, das hatten sie da übernommen. Ja, stimmt. Und hier kann man dann Auslieger, das eigene Schiff quasi zum Auslieger machen lassen. Will ich jetzt aber nicht. Das bedeutet, dass das Schiff dann quasi vor der Stadt hin und her fährt und sie beschützt vor Piratenangriffen. Will ich jetzt aber nicht. Hier kann man ein Fest organisieren mit Spielleuten und sollte dann entsprechend auch was ja, im Lager haben an Getreide, Fleisch, Fisch, Bier und Wein. So, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich noch ein paar andere Sachen dahingestellt, aber irgendwas vergessen und ich mich immer gewundert, warum werden meine Feste immer so kacke. Ich habe doch extra Honig gekauft zum Beispiel. Lecker Honig, Mann. Der war extrem teuer. Und trotzdem waren die Leute nicht glücklich. Das hat mich immer aufgeregt. Aber das waren halt die Sachen, die man da machen kann. Der Brunnen tut nichts und dieser Fischstand, ja, bietet einen lustigen Trockenfisch an. Es ist immer noch ein Mysterium, ob dieser Trockenfisch irgendwas damit zu tun hat, ob man gewählt wird oder nicht. Und ich habe noch nirgendwo eine Antwort gefunden, was dieser Trockenfisch bewirkt. Das ist quasi wie der Käsetoast in das schwarze Auge. Hier kann man die Meinung des Volkes einsehen. In der Gunst des Volkes sind sie unter ferner Liefen, in der Politik sind sie nicht vertreten. Das sind die zwei Aspekte. Gunst des Volkes ist nur wichtig im Grunde, wenn man in der eigenen Stadt dann zum Bürgermeister gewählt werden will. Und Politik ist dann wichtig, wenn man zum Eldermann gewählt werden will. Und da muss man dann in allen Städten quasi sich dann hier beliebt machen. Und ja, das ist der nächste Schritt. Ich bin noch nicht mal Bürgermeister. Und der ist auch viel umfangreicher. Ob ich das jemals schaffen werde, ich glaube fast nicht. Tatsächlich. Gut. Aber wir sind zwar unter ferner Liefen in der Gunst des Volkes, aber es geht tatsächlich noch schlimmer. Ich war am Anfang nämlich einfach nur hoffnungslos. Und ferner Liefen ist schon eine Steigerung. Wie kann man das jetzt erhöhen? Indem man Feste gibt oder eben hier in die Kirche geht und, ja. So, erstmal das Weihwasser nimmt. Und, hier kann man beten. Gloria in excelsis Deo et in terra credo in unum Deum patrem omnipotentem. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sebaot, plenti sunt coeli et terra, benedictus qui venit in nomine, Agnus Dei qui tollis, und so weiter. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Dieser freundliche Mönch hier verkauft uns einen lustigen Ablass für 2594 Taler. Und es wird dem für dieses Geld, dem sündigen Gerd Freimuth, allgemeinen Ablass für alle Sünd gewährt. Afima verim Frater Paul. Pater Paul, Benedictus quo veni de nomine domine et agni dei quid hollis peccata mundi. Ja, ich weiß wohl in Terra Pax Frieden auf Erden. Gut, wollen Sie Ablass kaufen? Ja, warum nicht? Wird mir gewährt. Meldung ist schnell vorbei. Und dann gibt es noch zwei konkrete Sachen, die man machen kann. Man kann Kirchenbau für den Kirchenbau spenden, was einen der Politik, glaube ich, beliebter macht. Und man kann den Armen spenden. Und das macht einen dann für das Volk, beim einfachen Volk, beliebter, damit man zum Bürgermeister gewählt werden kann. Ich hatte ein tolles Erlebnis, als ich das erste Mal gespielt habe. Und zwar, ich kam nicht aus diesem Bildschirm raus. Ich musste das Spiel gewaltsam mehr oder weniger beenden. Weil und bin nie wieder in die Kirche quasi gegangen, also spielintern. Und weil ich nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Das war einfach, ich sollte Weihwasser nehmen. Aber das wird einem nicht gesagt. Warte mal. So, wenn man jetzt hier reingeht und wieder rausgehen will. Erst Weihwasser nehmen. Oh ja. Ach nee. So. Wieso komme ich denn jetzt hier so raus? Irgendein Problem hatte ich da aber mit. Was war das auch noch? Okay. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich hatte komischerweise Probleme dabei. Warum komme ich denn jetzt... Vielleicht weil ich erst hier... Genau, ich wollte was machen. Ich wollte... ja, hier was spenden oder Ablass kaufen oder sowas. Und das hat nie geklappt. Und ich habe mich gefragt, wo kriege ich Weihwasser her? Wo kann ich das kaufen? Was ist das? bis ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, dass es dieser kleine Bottich hier ist, auf den man draufklicken muss. Und dann erst hier was machen kann mit den Gestalten hier. Ja, bis ich das rausgefunden hatte, habe ich mir mal die Haare gerauft. So, das ist eigentlich alles, was man so über Städte sagen kann. Eine Besonderheit von hier Hamburg und Lübeck ist halt, dass sie diesen Landhandel betreiben zwischen den Städten und das ist eben hier durch diesen Wagen symbolisiert. Und ja, da kann man zwischen Lagerhaus im Wagen und im Schiff umherschalten und wenn man etwas in den Wagen tut, wird es halt
kostet es ein bisschen Geld und dann wird das halt per Landtransport nach Lübeck gebracht. So muss man nicht mit Schiffen dann quasi, wenn man Waren von Nordsee zur Ostsee transportieren will, nicht extra um Dänemark mit Schiffen immer rumfahren. Und hier kann man auch quasi unendlich, wenn man das Geld hat, Waren rüberschicken und nicht, ist nicht durch die Ladekapazität eines Schiffes limitiert. So, jetzt haben wir es. Ja, gut. Gibt es noch sonst irgendwas zu vermelden? Nee, ich glaube, das war es erstmal soweit. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das Spiel. Gibt noch ein paar Aspekte, die ich noch nicht so ganz erklärt habe und alles so und selber auch nicht kenne. Aber das ist so, wo ich gerade bei bin. Im Moment. Welches Schiff war das jetzt hier? Die Christian Opie. Eieiei. 27 Lasten fahren nach Novgorod. Wie so oft. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich kämpfe mich noch weiter durch und versuche hier Eldermann zu werden oder zumindest erstmal Bürgermeister. Und ja, das ist ein kleiner Einblick in die Welt von Der Patrizier. Ein Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Und ja, das ist GBM Arkanalmeister, der sagt, haltet euch munter, haltet euch bereit und sucht nach Möglichkeiten, Wein zu verkaufen. Okay, bis dahin.